Wenn wir Polizisten wären mit Waffe und Uniform, wir wären stolz, unserem Land zu dienen, und unser Ansehen stiege enorm. Ja, wären wir Polizisten, wir genierten uns dafür nicht. Wir täten fleißig unsere Arbeit, erfüllten sorgsam unsere Pflicht. Das könnten wir uns durchaus vorstellen und wären fast auch dafür bereit. Zwei Dinge stünden dem nur im Wege: unsere Feigheit und Bequemlichkeit. Denn wenn wir Polizisten wären, wir müssten Räuber und Mörder jagen, uns mit der Mafia anlegen oder vor Gericht gegen die Mächtigen aussagen. Auch Waffenschiebern und Menschenhändlern müssten wir uns entgegenstellen. Und wie man weiß, sind das ja nicht unbedingt die allerfreundlichsten Gesellen. Das erschiene uns dann doch gefällig und wir täten uns nur ungern weh. Doch sollte es wirklich einmal so weit kommen, dann hätten wir schon eine Idee. Wenn wir Polizisten wären, wir würden nie Verbrecher jagen. Das wäre uns viel zu gefährlich und wir hätten Angst dabei zu versagen. Lieber würden wir harmlose Kiffer ärgern und ihnen die Gras wegnehmen. Denn unter allen polizeilichen Aufgaben ist das wohl eine der eher bequemen. Wären wir zum Beispiel angestellt bei der bayerischen Grenzpolizei, auf der Autobahn im Außendienst, uns wäre gar nicht so wohl dabei. Augenscheinliche Verbrecher kontrollierten wir nicht so gern, und von gefährlich aussehenden Zeitgenossen hielten wir uns grundsätzlich fern. Doch ein paar langhaarige Musiker in einem bunt bemalten Bandbus, die nehmen wir uns fest zur Brust, weil schließlich irgendwas geschehen muss. Wir würden Ausweise überprüfen und den ganzen Kram durchwühlen, ein paar Witze reißen und uns dabei keine Minute unsicher fühlen. Und falls wir Marihuana fänden, wir wären völlig aus dem Häuschen. Denn das hieße bequeme Büroarbeit und Anlass für ein Päuschen. Mit jedem kleinen Krümel Gras hätten wir ein Stündchen Arbeit oder zwei. Und währenddessen führen alle bösen Burschen auf der Autobahn an uns vorbei. Ja, wenn wir Polizisten wären, wir würden die Verbrecher jagen. Das wäre uns viel zu gefährlich und wir hätten Angst dabei zu versagen. Lieber würden wir harmlose Kiffer ärgern und ihnen ihr Gras wegnehmen. Denn unter allen polizeilichen Aufgaben ist das wohl eine der eher bequemen.